Am Montag, den 22. Oktober, fand die Immatrikulationsfeier der Erstsemester im ZHG statt. Univision war natürlich mit von der Partie und hat im Rahmen einer ausgeklügelten Guerilla-Marketing-Aktion ein paar O-Töne eingefangen und ordentlich Flyer verteilt. Wir sind hier vom Unifernsehen und wir machen gerade einen Beitrag für den ersten Tag, wo viele neue Leute hier sind und das Uni-Programm kennenlernen. Bist du ein Ersti? Ja. Und wie gefällst du hier? Gut, sehr gut. Ich finde die Uni cool. Ziemlich viele Leute, ziemlich viel los. Sehr produktiv im Moment. Also kommt viel ins Gespräch mit vielen anderen Leuten. Hier jetzt? Gut, super gut. Wir haben uns ein bisschen eingeschammelt wegen dem ganzen Kram, den wir hier so... Außerdem die ganzen Chöre und die Sachen, die hier rumstehen. Man kann ja mal gucken, was es Neues gibt. Erstmal, weil ich eingeladen wurde, ein bisschen kennenlernen, das Gebäude kennenlernen, Leute kennenlernen, ein bisschen generell die Umgebung wissen, was hier los ist. Ich gehe hier zu dieser Veranstaltung, zur Immatrikulationsfeier. Und ich muss noch kurz gucken, in welchen Hörsaal ich muss. Wenn es etwas gäbe, was du den Erstis wünschen könntest, was wäre es? So als Rat vielleicht, als Ratschlag. Alles auszuhalten hier, also das ist, glaube ich, das Schwerste. Einfach durchhalten. Ich würde Ihnen raten, bedingungslos offen zu sein gegenüber allem und die Chance zu nutzen, hier mit wirklichen Experten, irgendwie von wirklichen Experten was zu lernen und gleichzeitig aber kritisch zu bleiben und zu versuchen, den eigenen Weg da durchzufinden. Das ist das Wichtigste. Also wenn man das einfach durchzieht, dann braucht viel Nerven. Okay. Aber es funktioniert. Mit ganz viel Biss. Auf jeden Fall keine Panik am Anfang. Irgendwie wird sich alles schon in irgendwelche Bahnen lenken. Und ich glaube, immer viel fragen und mutig sein, immer irgendwie auf Leute zuzugehen, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste, was am Anfang irgendwie helfen kann. Und ansonsten halt nicht nur studieren, sondern auch leben. Das ist ganz wichtig, dass man sich halt nicht nur aufs Studium konzentriert, sondern auch vielleicht mal ein Semester hinten dran hängt und das Ganze entspannt angeht. Wir müssen noch lange genug arbeiten. Einfach habt Spaß, lernt was und hängt mit coolen Leuten ab, lernt sie kennen und habt einfach eine gute Zeit. Was würde euch denn so interessieren, wenn wir jetzt so Sendungskonzepte machen? So jetzt mal spontan gesagt, was würdet ihr gerne im Unifernsehen sehen? Bundesliga live würde ich gerne sehen. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Beiträge über Medizin. Ja, Medizin, also, ehrlich. Wo man so Operationen sieht und so. Also ich finde sowas mega interessant. Ja, das kommt halt leider nicht so oft, wie ich es mir wünsche. Aber das stimmt wirklich. Auf jeden Fall, ja. Also aktuelle Dinge, was sich verändert, gerade was neu gebaut wird. Vielleicht das Mensa-Programm nochmal. Das wäre ganz interessant vielleicht. Keine Ahnung, ich wusste bis jetzt nicht, dass es Unifernsehen gibt. Mir fehlen immer so ein bisschen kritische Sachen. Zum Beispiel bedeutet Rassismus an der Universität, an den Hochschulen, da gibt es zum Beispiel Arbeitsgruppen zu, sowas fände ich auch mal total spannend. Oder ich weiß nicht, ob ihr Arbeiterkind kennt, so eher so ein paar Sachen vorstellen, die gar nicht so Mainstream sind und die wirklich total spannende Projekte irgendwie präsentieren. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool mal. Also ich würde dann nicht so viel reden wie du, dann wäre ich nämlich nicht heiser, ich würde einfach nur Fragen stellen. Vielleicht jetzt ganz aktuell Wohnungsnot in Göttingen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, das wäre natürlich irgendwie interessant auf jeden Fall. Nächstes Jahr ist ja Landtagswahl in Niedersachsen und die Option, Studiengebühren abzuschaffen, besteht da halt schon. Und da wäre es halt auch total super, in der Richtung mal was zu sehen oder zu hören. Beitrag über das Kulturticket. Das wäre Tatsache. Das wäre wirklich gut. Weil viele Studenten das irgendwie gar nicht so richtig kennen, auch nicht richtig mitgekriegt haben, wofür sie da irgendwie abgestimmt haben. Und das bei uns ja jetzt gerade auch anläuft und viele gar nicht wissen, worum es eigentlich geht. Habt ihr schon mal irgendwie Berührung gehabt mit neuen Medien? Habt ihr selber schon mal gefilmt oder einen Film geschnitten oder sowas? Vielleicht ein bisschen Bildbearbeitung, aber nichts mit Film. Ja, bei mir genauso. Also für die Facharbeit musste ich es mal machen. Nee, noch gar nicht. Also ich noch nicht. Ich habe früher irgendwann mal einen Filmkurs gemacht, aber ist auch jetzt schon ein Jahrzehnt her bestimmt oder so. Aber für die Schule. Und was war das? Das waren so bestimmte Bio-Projekte, die wir in Filmen festhalten mussten. Ja, ein Freund von mir hat Film und Regie studiert und da haben wir dann vorher schon mal so einige Projekte gemacht zur Vorbereitung aufs Studium quasi. Ja, ich habe mich ja schon öfter gefragt, wie ich so nebenbei vielleicht was lernen könnte über Filmen und Fernsehen machen und das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit. Also komme ich da hin und wenn ich irgendwas verfilmen will, komme ich da hin und wir machen das zusammen, oder? Okay. Univision, genau. Jawohl.